gefällt mir ja schon hier. Ah, jetzt. Technik ist da. Ja. So, Leute. Erstmal guten Tacho. Ich hab den Eimer hier erstmal voll getankt. Denn wir fahren jetzt nach Thunderbike zu Rumble and Thunder. Das ist irgendwie so ein... Oh. Das ist noch nicht ganz warm, die Kleine. Genau, da ist so ein... So ein US-Custom-Auto- und Bike-Show-Ding. Also Hot Rods und sowas. Also so alte Geschichten. Ist wohl jetzt schon zum 10-Jährigen. Ich nehme jetzt aktuell, ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt, ich habe ja meinen neuen Helm auf, Peace, und habe jetzt einen Chin-Mount hier drauf, also auch von Chin-Mounts von der Firma, aus den USA bestellt, habe glaube ich einen Monat gewartet, das scheiß Ding hat auch noch 35 Euro gekostet, aber so sitzt die Kamera perfekt mittig, hält, und habe meinen DJI-Mic innen drin rein geklipst, habe mir dafür, also das DJI-Mic hat ja so einen Clip, so was man so am T-Shirt-Ball festmachen kann, und an diesem Clip ist ein Magnet. Ja, dann bräuchte ich natürlich noch einen Gegenpart. Da kam meine Frau auf die Idee gestern Abend. Ihr kennt diese Kühlschrankmagneten, da hatten wir einen so einen hässlichen. Den habe ich da einfach rausgenommen und dann hier reingeklebt. Und ja, scheint zu funktionieren. Ich glaube nur der Kleber, den ich verwendet habe, der ist nicht so haltbar, aber werden wir sehen. Also es liegt dann eher am Kleber als alles andere. Ich hoffe dadurch, dass in den letzten Videos, wo ich mit dem DJI-Mic aufgenommen habe, hat es manchmal so ein bisschen geklappert im Ton. Das lag daran, weil ich es halt einfach immer nur an so einem Kabel im alten Helm dran gemacht habe und das Mikrofon ein bisschen gerappelt hat. Das sollte jetzt nicht mehr sein, hoffe ich. Dafür habe ich das Mikrofon wirklich komplett an meinem Schnabel dran. Heißt also, so wirklich laut sprechen brauche ich nicht. Oder laut schreien oder sonst wie was. Ich versuche... diesmal nicht so, ja, laut zu sein. Muss mal gucken. Aber eigentlich hat das Mic 2 da einen guten Job gemacht. Ja, ja, wie gesagt, bin jetzt auf dem Weg nach Hamminkeln. Wetter ist heute Gott sei Dank, also wirklich Gott sei Dank, mal nicht so heiß. Jetzt die letzte Woche, ja, nicht durchgehend übelst heiß, aber... Naja, für mich ist das jetzt schön abkühlend. Denn auf meiner Arbeit sind es immer fast 10 Grad wärmer, als es draußen sind. Also wenn wir draußen 35 Grad haben, haben wir da locker, weiß ich nicht, gefühlt 45. Also von daher genieße ich das jetzt mal hier. Ich hoffe nur nicht, dass es regnet heute, aber naja, wir sind noch früh dran, wir haben vormittags. Aber ich lasse mich mal überraschen, was da so alles ist. Sollen ja mehrere, ja... Darsteller, nee, nicht Darsteller, irgendwie so Sachen da sein, wie Tätowierer, ein Barbier und, weiß ich nicht, ein Pinstriper und alles so ein bisschen an 50er, 60er angelehnt. Und da, ja, da bin ich mal gespannt drauf. Mir gefällt so dieser alte Style und ich bin auch richtig gespannt, was für Karren da rumstehen, also gerade auch Autos. Ja, werden wir sehen. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt hier auch mit dem Blickwinkel mit der Kamera passt, aber ich habe das ungefähr so ausgerichtet, wie ich es auf meinem alten Helm hatte. Ich hoffe, das blöde Ding hält auch hier dran. Ja, für 35 Euro ein so ein kleines aus dem 3D-Drucker gefertigtes Ding, damit du deine Action-Cam da dran schneiden kannst, finde ich schon teuer, muss ich sagen. Aber ja, gibt halt auch keine Alternative, außer mit so hässlichen, dicken Klebeteilen. Da muss man manchmal den sauren Apfel beißen. Letzte Video werdet ihr gesehen haben. Ich habe mir mal wieder ein Motorrad gekauft. ja, das Video war auch mehr so zwischen Tür und Angel. Einfach, ja, weil alles so zwischen Tür und Angel passiert ist. Aber so ist das manchmal. Das nächste Video über das Motorrad wird ein bisschen ausführlicher. Dann werde ich drum rumlaufen und mal so ins Detail gehen. Und dann ins Detail die Sachen, die ich selber noch nicht gesehen habe. Also für mich ist das jetzt immer noch eine Überraschung, wenn ich mir das Ding angucken will. Das, was ihr im nächsten Video seht, das sehe ich dann auch quasi zum ersten Mal.
So, wie mache ich das jetzt am besten? Ich glaube, ich würde sagen, ich schalte dann wieder ein, kurz bevor wir bei Thunderbike angekommen sind. Und ja, ein bisschen Akku sparen, nicht unnötig drum rumlabern hier, so wie ich es halt sehr oft mache. Sind schon mal ein Wesel, habe jetzt aber nur angemacht. Ich mache mal alle 10 Minuten einmal ganz kurz die Kamera an, damit ich nicht in meinem Helm rumspielen muss und das Funkmikrofon anmachen muss, denn das hat eine Halbwertszeit von 15 Minuten, bis es ausschaltet. Aber ich glaube, hinter mir sind auch schon ein paar Harleys unterwegs. Ich habe es schon gehört. Fahren bestimmt auch alle dahin. Bietet sich ja auch an, so ein Event. Jetzt gerade 3 Minuten später, als wo ich die letzte Aufnahme ausgemacht habe, noch nicht mal. Und hier ist schon wieder Kackwetter. Also es ist jetzt kein richtiger Regen, aber so Nieselkack und die Straße ist nass. Also das heißt, es muss hier gerade geregnet haben. Gott sei Dank habe ich mein Motorrad nicht geputzt. Sonst würde ich jetzt wieder ja, am Strang gehen hier. Also irgendwie habe ich so ein Talent in den letzten Videos. Sehr oft, oh, eine schöne umgebaute BMW, sehr oft das Wasser anzuziehen. Das ist echt nicht normal. Und dann bin ich beinahe gerade den vor mir hinten reingefahren, weil der auch so abrupt abgebremst hat. Und ich jetzt auch dadurch, dass ich in letzter Zeit auch ein paar Mal die BMW gefahren bin, wo die Bremse echt geil ist im Vergleich zu der Harley hier, also dann habe ich mich erstmal erschrocken, wie schlecht die Bremse bei der Harley ist hier. Und da musste ich erstmal richtig in die Eisen latschen hier. Mit allen Bremsen, allen Mitteln, die ich hier habe. So, jetzt müssen wir gleich ankommen. Ja, da ist es da schon. Mal gespannt, was da los ist, Leute. Ich sehe auf jeden Fall schon die ersten coolen Kisten. Ganz schön voll. Ja, Thunderbike, das Mekka der Harley-Fahrer, ne? Kante getroffen, das ist doch nicht normal.
Oh, eine schöne Evo. Eieiei, ist die geil. Die schwarze da. Leck mich am Arsch. Thank you.
So sieht die Flosse jetzt aus, so ein Handschuh drüber. Wie ihr wahrscheinlich im Abschluss sehen konntet, habe ich mich ein klein wenig bemalen lassen. Boah. Eine Kiste schöner als die andere. So, das war Rumble and Thunder. Ich hoffe, jetzt kommen wir nur trocken nach Hause. Wird jetzt noch. Aber es ist sau, sau warm. Weiß nicht, 25, 26 Grad haben wir trotzdem. So. War viele schöne Kisten gesehen. Ich hoffe, ich konnte irgendwie für euch alles halbwegs gut aufnehmen. Ich bin da über den Platz halt überwiegend mit der, oder eigentlich nur mit der 360 Grad Kamera gelaufen, damit ich auch mal ein paar Blickwinkel von innerhalb der Fahrzeuge geben konnte, das eine oder andere, was halt offen war. Ja, schon richtig schöne Autos. Boah. Da habe ich mich schon wieder so schockverliebt in so einigen Modellen. Geil. Und zum Abschluss habe ich mich tätowieren lassen. Und zwar beim Benny von Feinlein aus Düsseldorf, der hier seinen Stand aufgebaut hatte. So, jetzt geht's gemütlich nach Hause. Und dann, ja, endlich Wochenende. Endlich mal ein normales Wochenende für mich. So, ich hoffe, der Helm ist zu. Ja, sieht gut aus. Und ja, alles amerikanische Kisten. Ich glaube, ich habe kein nicht-amerikanisches Auto da gesehen. Und ja, eigentlich überwiegend Harleys. War klar. Also zumindest auf dem Ausstellgelände. Draußen auf dem Parkplatz war natürlich voll, habt ihr ja auch gerade gesehen. Da waren natürlich auch ein paar andere Geschichten, die dort standen. Also mega geiles Event. So was habe ich so auch noch nicht besucht, wenn ich ehrlich bin. Und ja. Da gab es Essen, es gab einen Friseur, es gab einen Tätowierer, dann andere Dinge, die man kaufen konnte da. Alles so im Style der 60er sozusagen. 60er, 70er. So richtig. Ja, wie heißt das nochmal? Rockabilly-mäßig so aufgebaut. Total geil. Richtig alte Ford-Modelle und ja, Chevy, Mustang und was es nicht alles gab. Oh, und die meisten hatten einen schönen V8 runter. Und dieses amerikanische V8 blubbern ist nochmal ein bisschen geiler als diese modernen V8-Geschichten, die wir hier so kennen. Mega einfach nur. Ja. Ja, tätowieren ging eigentlich auch. Also, der sagte, der kleine Finger ist der schlimmste. Dann hat er den kleinen Finger gemacht und klar, es tat weh, aber das konnte ich aushalten. Dann ging der auf den Zeigefinger. Der war dreimal so schlimm bei mir. Aber es war jetzt nicht irgendwie, ja, also weiß nicht, war jetzt nicht so, dass ich es nicht aushalten konnte. Vor allen Dingen, das war in keine 10 Minuten war das erledigt. Glaube ich zumindest. Das kam mir zumindest so schnell vor. Ich glaube, der hat länger angezeichnet, als dass er tätowiert hat. Und er sagte, wenn das zum Beispiel, wenn da irgendwas gemacht werden muss, kann ich mich einfach bei ihm melden, dann arbeitet er das nach und fertig. Und das ist auch das Gute, dass er halt nicht weg von hier ist. Wäre das jetzt irgendwie so ein Aussteller gewesen oder Tätowierer, der von, was weiß ich nicht, von der anderen Seite Deutschlands kam, dann hätte ich das jetzt so nicht gemacht, aber so habe ich den in den Griff bei René und fertig, Ende. Und Gott sei Dank hat die Harley breite, breite Griffe, dass ich nicht so eng zusammendrücken muss, weil es zieht schon jetzt. Das fühlt sich jetzt so an wie so ein extrem starker Sonnenbrand. Ich habe echt vergessen, wie sich das anfühlt. Das letzte Mal tätowieren ist schon, ja, fast 10 Jahre her, ey. 9 Jahre, 10 Jahre her, ja. Und in 4 Wochen ist der rechte Unterarm dran. Ja, leck mich am Arsch, ey. Also wenn das
auch die ganze Zeit so, also es ging. Also es ist auszuhalten, aber ich glaube, wenn du das 4 Stunden machst oder so, dann sieht die Nummer wieder anders aus. Oder man gewöhnt sich einfach dran. Das kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Also hier auf meinem Kanal habt ihr jetzt auch schon Tätowierung gesehen. Alles fürs Video. Nein, Quatsch. Und was ich mir da habe tätowieren lassen, war die Telefonnummer meiner Großeltern. Das war die einzige Nummer, die ich früher auswendig konnte. Und auch die wichtigste Nummer früher. Denn, weiß ja nicht, ich habe das bestimmt ja schon mal, habe ja auch schon mal erwähnt, dass ich auch mal in meiner Kindheit ein paar Jahre hatte, die alles andere als schön waren. Und das war die Nummer, die mir und meiner Schwester sehr oft das Leben gerettet hat. Und deswegen das ist mir schon seit Jahrzehnten irgendwo wichtig gewesen, das irgendwo mal drauf zu machen. Aber irgendwie ist das einfach nie dazu gekommen. Und jetzt habe ich das einfach machen lassen. Ja. Alles klar. So, eigentlich ist es dann auch schon gewesen hier. Ich hoffe, die Aufnahmen sind was geworden und sind ganz cool. Bin mal gespannt, wie ich das jetzt hier bearbeiten kann für euch, damit das auch geil aussieht. Und ja, mit dem Wetter hatten wir Glück. Die Sonne kommt gerade so halbwegs raus, das passt, es ist warm. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich gehe mal davon aus, dass das Video wieder an einem Freitag rauskommt. Und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Den Kanal abonnieren, liken und vielleicht auch mal was drunter schreiben. Und würde mich auf jeden Fall freuen. Ja. In dem Sinne, Leute, haut rein. Und wir sehen uns im nächsten Video, würde ich sagen.